Servus Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht's mit den Formationen, Taktiken und Anweisungen weiter, denn wir haben zusammen im Livestream die 30-0 geholt. Nochmal großes Dankeschön, dass ihr auch am Start wart. Und dazu habt ihr im Chat viel gefragt, ey Gian, wie spielst denn du? Welche Formation, welche Taktik, welche Anweisung? Und das zeige ich euch heute in diesem Video. Bevor wir mit den Taktiken, Formationen etc. weitermachen, wollte ich euch nochmal mein Team zeigen, denn ich habe einiges umgeändert. 90er ist uns jetzt am Start, den 89er haben wir weggegeben, der war auch einfach nicht zu empfehlen, Leute, Finger weg von dem. Varane haben wir weggegeben, Militao ist jetzt am Start, 86er, mit dem ich sehr zufrieden bin, ich spiele noch auf Shadow, sehr, sehr wichtig. Dazu ist noch zugestoßen, 85er, Footmiss, Mondi, ja, ich kann euch sagen, der ist einfach eine Maschine, ich hatte ja davor die Goldkarte, die 80er, die habe ich jetzt auch natürlich dann weggegeben. Die SBC hat mich 200k gekostet, ja, die 85er konnte ich noch weggeben. Ansonsten hatte ich Hullet verkauft, weil ich war mit dem nicht zufrieden. Nach einer Woche habe ich es bereut, habe ihn mir wieder gegönnt. Der Rest ist dann eigentlich gleich geblieben. Hier rechts Messi, dann Vera, Ronaldo, Neymar und Mbappé. Und jetzt gehen wir zu den Taktiken. Ich habe euch drei Taktiken vorbereitet. Einmal die 4-2-3-1, 4-4-2 und 4-3-1-2. Das sind die drei Taktiken aktuell, mit denen ich in der Weekend League performe. Und ihr fragt euch natürlich jetzt, mit welcher Formation fängst du natürlich an? Ja, ich fange mit der 4-4-2 flachen Variante an, weil ich mich aktuell damit am wohlsten fühle. Vor allem mit zwei Stürmern, zwei Flügelspieler und ja, zwei gute ZMs ist es für mich einer der besten Aufstellungen in FIFA 20. Dazu die Taktik, Defensivstil, Druck nach Fehlern, die Breite habe ich auf 6, die Tiefe auf ja, 3 bis 5, da variiere ich ein bisschen. Ihr könnt natürlich gerne auch das testen, wie ihr damit am besten zurechtkommt. Angriffsstil, ja, Offensivstil habe ich hier ausgeglichen. Die Breite habe ich auf 7, weil ich halt rechts und links Mittelfeldspieler habe. Das heißt, dass ich oftmals mit Dreieck die Spiele einfach mal schicke. Vor allem Messi und Mbappé sind natürlich sehr schnell, deswegen kann ich das einfach gut machen. Spieler am Strafraum habe ich 7, weil ich damit natürlich viel Druck ausüben kann, viele Anspielstationen vorne habe und natürlich meine Chancen versuche zu verwerten. Finde ich es meinerseits in FIFA 20 sehr, sehr wichtig, dass man viele Spieler am Strafraum hat, vor allem auch außerhalb des Strafraums. Deswegen Spieler im Strafraum, wie gesagt, 7 Balken. Bei Ecken und Freistößen habe ich es jeweils auf 3, weil ich damit, wie gesagt, am besten aktuell klarkomme. Jetzt machen wir weiter mit den Anweisungen, ja, das ist halt natürlich mein Team hier. Bei den Außenverteidiger gebe ich aktuell gar nichts, weil ich es halt, wie gesagt, mag, wenn die Spieler ein bisschen weiter vorrücken. Und bei ausgeglichen ist es der Fall teilweise. Natürlich könnte ich hier mit nach vorne angreifen geben, die Anweisung, oder auch übergreifend geben, aber aktuell komme ich so sehr gut zurecht und machen weiter mit Messi in dem Fall, rechts Mittelfeld, gebe ich defensiv verstärken, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Warum defensiv verstärken? Wenn der Gegner den Ball hat, orientieren sie sich nach hinten, aber wenn ich den Ball habe, dann soll er natürlich die Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Warum? Messi ist schnell, er ist unberechenbar, auch das gleiche bei Mbappé. Auch defensiv verstärken, Abwehr überlaufen für Flanken in den Strafraum. Für Flanken in den Strafraum aus dem Grund, manchmal wenn du mit den Stürmern den Ball hast in der Mitte und du keine Anspielstation hast, dann kommt Messi und Mbappé, versuchen sich anzubieten oder notfalls könnt ihr natürlich auch R1 drücken, dann kommt der Spieler euch entgegen, könnte zwei, drei Pässe spielen, euch in den Strafraum kombinieren, ganz easy. Bei den ZMs, in dem Fall Vera und Hullet, kriegen bei mir hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Die sollen natürlich kompakt stehen und versuchen die Bälle abzufangen. Aber mit Hullet gehe ich oftmals auch nach vorne. Es könnte natürlich risikoreich sein, bei einer 4-4-2 Aufstellung müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht gekontert werdet. Das ist dann auch oftmals gegnerabhängig, ob ihr wirklich dann mit den Spielern oftmals nach vorne geht oder nicht. Ich lasse es halt, wie gesagt, bei der Einstellung hinten bleiben, aber aktuell ab und zu mache ich es halt, dass ich die nach vorne mit orientiere, aber manuell nicht mit der Einstellung nach vorne orientieren, sondern manuell orientieren. Und ja, Stürmer in dem Fall, Ronaldo und Neymar, kriegen bei mir Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Ja, die sind halt, wie gesagt, meine zwei Striker, die sehr viele Tore schießen, mit denen ich auch sehr, sehr zufrieden bin. Mit den Formationen und Taktiken spiele ich bei der 4-4-2. Jetzt zeige ich euch nochmal, wenn ich mal führe, 1-2-0 oder wenn es mal 2-1 ist, wenn es mal ganz knapp ist, ne? Wenn ich merke, der Gegner spielt wirklich jetzt offensiver ab der 16., 70., weil er Tore sucht. Jetzt zeige ich euch diese Formation mit diesen Anweisungen und Taktiken. Es ist die 60., 70. Minute. Ich führe 2-1 oder 1-0 oder 3-2. Ich merke, der Gegner versucht nach vorne zu kommen. Der versucht Tore zu machen, der geht ein bisschen Risiko ein. Was mache ich? Ich drücke Start. Oder in dem Fall sogar nicht, sondern ich wechsle die Taktik auf sehr defensiv. 4-2-3-1. Warum? Einfach aus dem Grund, weil die Formation sehr, sehr kompakt ist. Du hast zwei Sechser wie Hullet und Vera. Du hast vorne schnelle Spieler. Du hast eine gute Verteidigung. 4-2-3-1, ein Sturm. Du hast im Mittelfeld wirklich die Überhand.
Deswegen spiele ich dann 4-2-3-1. Die Taktiken dazu, defensiv Ziel zurückfallen lassen. Aus dem Grund, der Gegner will nach vorne kommen. Meine Spieler orientieren sich nach hinten und versuchen natürlich hinter dem Ball zu stehen, um die Bälle abzufangen. Die Breite auf 6 und 7 variiere ich so ein bisschen. Die Tiefe 3, warum? Wir wollen hinter dem Ball, wir wollen die Bälle erobern, am besten die Bälle halten und so gut wie möglich alle Konter unterbinden. Deswegen hier die Tiefe auf 3. Offensivstil auf ausgeglichen. Ja, so komme ich am besten zurecht. Ballbesitz liegt mir aktuell nicht so, weil ich habe das Gefühl, wenn ich führe und auf Ballbesitz spiele, ich kassiere ein Tor. Safe. Also die Spieler, habe ich das Gefühl, die bleiben stehen, vor allem bei der Taktik Ballbesitz. Deswegen komme ich auf ausgeglichen am besten. Klar, die Breite auf 7. Ja, wir wollen ein bisschen breiter stehen, natürlich das Spiel ein bisschen breit machen. Am besten auch ein bisschen Zeit gewinnen. Spieler im Strafraum habe ich eigentlich nicht so viel. Mache ich sogar ein bisschen weniger generell, so 4-5 Balken. Ecken und Freistöße 2 Balken. Und somit schwitze ich dann am besten. Und wenn ich mit den beiden Aufstellungen nicht klarkomme, ich brauche Tore, dazu habe ich auch eine perfekte Formation für dich. 4-3-2-1, Leute. Die enge Raute mit den 3 ZMs. Liegt mir aktuell auch sehr, sehr, vor allem in der Weekend League. Warum? Ich spiele schnell nach vorne, ich versuche viele Spieler einzubinden. Wenn ich 1-0 im Rückstand bin, 2-0 oder 2-1, mit der Taktik, mit den Formationen, mache ich das dann und komme oftmals auch zu sehr, sehr vielen Torchancen und drehe oftmals auch mal so ein Spiel. Deswegen 4-3-1-2 liegt mir auch in FIFA 20 sehr, sehr. Und dazu die Taktik. Defensivstil auf Druck nach Fehlern, die Breite auf 6, die Tiefe auf 5. Manchmal ja, variiere ich das sogar auf 7, 8, vor allem in den letzten 10, 20 Minuten in-game im Spiel. Offensivstil auf schneller Aufbau, die Breite dann natürlich ein bisschen breiter und Spieler im Strafraum 7 bis 8 Balken, die Ecken 3 Balken sowie Freistöße. Ja, das ist eine bisschen riskante Aufstellung, vor allem warum, werdet ihr jetzt sagen, mit den Anweisungen, die ich spiele. Ja, ich mache bei den Verteidigern Mondi und Nelson Semedo mit angreifend und übergreifend. Warum? Wenn ich den Ball habe, gehen sie nach vorne. Ich habe so viele Anspielstationen, Leute. Allein im ZM habe ich 3 Spieler plus ein ZOM. Dann kommt auch die Flüge nach vorne. Es ist sehr riskant. Ich sag's euch nochmal schon mal jetzt. Es ist eine riskante Aufstellung. Aber wenn man spielen kann, wenn man sich gut konzentriert, kann man das auch spielen. Mondi und Nelson Semedo. Dann habe ich halt bei den mittleren ZMs hinten bleiben und Mitte abdecken. Aber wenn du diese Taktiken generell mit den Anweisungen spielst, die orientieren sich einfach nach vorne. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und bei Messi habe ich in dem Fall vorne bleiben und alle Freiheiten. Und bei den Stürmer ebenfalls Abwehr überlaufen und vorne bleiben. Ja, die sind immer anspielbar. Passt mal auf, wenn ihr diese Formation spielt mit den Taktiken. Die sind immer anspielbar. Du kannst immer schnell variieren, XXX-Pässe teilweise spielen. Das klappt echt sehr, sehr gut. Aber ihr müsst halt defensiv aufpassen. Ja, es ist, wie gesagt, eine riskante Aufstellung. Aber wenn man das spielen kann, ist es wirklich sehr, sehr effektiv. Diese 3 Formationen, Taktiken und Anweisungen spiele ich aktuell in der Weekend League. Und wollte mich nochmal bedanken für euren Support. Auf jeden Fall im Twitch-Channel. Deswegen, ja, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal kostenlos. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Taktiken und Anweisungen findet. Würde mich natürlich auch auf euer Feedback freuen. Und ich bin raus für heute. Bis dann und ciao.